Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Südsudan ist einer der jüngsten Staaten der Welt und er ist zugleich eines der ärmsten Länder der Welt. Eines der ärmsten Länder, obwohl er aufgrund seiner natürlichen Ressourcen potenziell reich ist, es aber nicht geworden ist und bis auf Weiteres wohl auch nicht werden kann, weil er nach Jahrzehnten des Krieges, des Bürgerkrieges, innerer Wirren und ausländischer Interventionen so ins Chaos gestürzt worden ist, dass er sich aus dem Elend, in dem er sich befindet, nur schwer herausarbeiten kann. Die Zahlen sind bekannt. Es gab Hunderttausende von Todesopfern. Es gab schwere Zerstörungen der ohnehin spärlichen Infrastruktur. Es gab eine politische und wirtschaftliche Stagnation. Der Kollege Macchi hat schon darauf hingewiesen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist auf ausländische Lebensmittelhilfe angewiesen. Zudem ist der Südsudan nicht wirklich befriedet. Es bestehen Territorialkonflikte fort mit dem Sudan, dem Nordsudan, mit Äthiopien und auch mit Kenia. Im Inneren schwelen nach wie vor, auch nach der Abmachung von Ende 2008, tribalistisch motivierte Konflikte. Das Bildungsniveau der Bevölkerung ist extrem niedrig, dafür die Bevölkerungszuwachsrate extrem hoch. Zugleich ist dieses Land reich an Ressourcen. Es hat Erdöl, Eisenerz, Chrom, Kupfer, Zink, Wolfram, Silber, Gold, Diamanten und noch manche andere Rohstoffe. Wasserreserven, die reichlich vorhanden sind, ermöglichen im Prinzip eine produktive Landwirtschaft, auch Stromerzeugung aus Wasserkraft. Aber mit Ausnahme von Öl wird keine dieser Ressourcen nennenswert genutzt und daher sind auch die Staatseinnahmen des Sudan äußerst bescheiden. In dieser Situation sind friedenssichernde, konfliktpräventive Maßnahmen der Vereinten Nationen sicher zu begrüßen, um dazu beizutragen, dass das Land wieder auf die Beine kommt. Der vorgeschlagene Einsatz, und der ja auch seit geraumer Zeit läuft, ist völkerrechtlich sicherlich unbedenklich und er liegt aus Sicherheitsüberlegungen, grundsätzlich in solchen Überlegungen, meines Erachtens im deutschen Interesse. Zudem ist der vorgesehene Personal- und Mitteleinsatz mehr als bescheiden. Und damit kann man natürlich auch keine Wunder erwarten von diesem Einsatz. Derzeit sind 14 deutsche Soldaten im Südsudan stationiert. Das Mandat erlaubt bis zu 50. Es wäre wünschenswert, dass diese Obergrenze auch ausgenutzt wird. Die Kosten liegen derzeit unterhalb von 2 Millionen €. Und ich finde, wir sollten diese bescheidenen Kosten nicht sparen. Würden wir sie einsparen, die ohnehin halb tot gesparte Bundeswehr würde dadurch nicht gerettet. Wir stimmen der Vorlage zu. Ich danke Ihnen. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Jürgen Hart das Wort.